Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Kurz bevor es hier losgeht, eine kleine Info. Heute um 16 Uhr interviewen wir den Herrn Rumble. Das ist ein Developer von The Cycle Frontier. Er ist hauptsächlich verantwortlich für Quests und Ingame-Events, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir werden dann heute ein paar Fragen stellen. Also wer Bock auf sowas hat, um 16 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auch schon los hier. Dies wird nur ein kleines Infovideo werden. Und zwar geht es hier darum, ich höre immer wieder in meinem Chat und ich lese es auch immer wieder irgendwo bei anderen Communities, dass Mitspieler gesucht werden, dass Leute gesucht werden zum Zusammenspielen. Und da wollte ich euch einfach einmal den deutschen The Cycle Discord nahelegen. Dieser wird geführt vom Herrn Panzerwels, der ist ein Moderator auch auf dem offiziellen The Cycle Discord. Also das ist wirklich von The Cycle abgesegnet, sage ich jetzt mal. Das ist keine, wie sage ich das jetzt, so Hinterhof-Sache, sondern das ist da ein offizieller deutscher Discord. Dort gibt es einen eigenen Looking for Group Bot, den man nutzen kann, wo man Mitspieler suchen kann, wo man Gruppen bilden kann zum zusammen zocken. Da werden immer wieder suchen Leute jemanden zum Mitspielen, es treffen sich da immer wieder Leute. Und ich glaube, dass das für die Deutschsprachigen unter uns der beste Anlaufpunkt wäre, um Mitspieler zu finden, falls man keinen hat. Ich würde halt sehr gerne, dass ihr The Cycle in Season 3 auf jeden Fall nochmal eine Chance gebt, weil es mega gut wird, ich weiß es jetzt schon. Und ich sehe aber immer wieder, dass es daran scheitert, weil man niemanden zum Zocken findet. Man will es zwar zocken, aber die Mates zocken dann lieber Escape from Tarkov oder wollen was anderes spielen. Deswegen traut euch, sucht euch mal auch ein paar neue Leute zum Zocken, das macht Spaß. Nicht immer, aber meistens ja. Für die, die Bock haben, ihr könnt auch sehr gerne bei mir im Stream vorbeischauen. Ich werde euch den auch verlinken in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den angepinnten Kommentaren nochmal reinwerfen. Dort werfe ich auch den Link für den The Cycle Discord rein und dann kann euch eigentlich schon nichts mehr aufhalten. Der deutsche Cycle Discord ist recht clean aufgebaut, also nicht viel Gespamme oder so. Man hat zwar die Cycle-Ankündigungen auch, aber wenn man auf dem Hauptserver ist, kann man die hier auch muten, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch Hilfe, Tipps und Tricks, man kann auch Bugs reporten, also das ist eine offizielle Geschichte, die auch sehr nah ist an den Developern und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Das war's dann aber auch eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich wollte das nur kurz als kleine Info raushauen, für die, die es nicht wissen, dass es so etwas gibt, für die, die Mitspieler suchen. Ich finde das wichtig, dass man so als Community zusammenhält, dass man sich näher kommt, dass man miteinander spielt. Wie gesagt, auch sehr gerne zu mir im Stream vorbeikommen. Wir machen auch ab und an Viewer-Games, wo wir zusammen zocken können. Wir haben auch eine eigene Community, wo immer wieder Mitspieler gesucht werden. Ich würde mich sehr freuen, ein paar von euch zu sehen. Auch auf jeden Fall ein paar beim Interview heute. Nochmal 16 Uhr geht's los bei mir auf dem Twitch-Kanal. Bis dahin wünsche ich euch dann einen schönen Tag und haut rein, Maschinen. Tschüss, tschüss, tschüss.